Gucken wir uns jetzt erstmal Jansky an. Mal gucken, was Jansky so Schönes produziert hat die Woche. Der Titel lautet Zurück zu den Rookies. Ich erwarte eigentlich nur Blätten in diesem Video. Ihr auch, wenn ihr diesen Titel hört? Korrekt. So, Blätten, zeig mal, was du kannst. Moin Moin Leute und willkommen zu diesem Video. In der heutigen Folge der Agent... Warum macht das kein anderer mehr? Warum sagt das keiner mehr? Habt ihr Jansky alle im Stich gelassen? Jansky, melde dich mal. Ich mach dir das gerne. Auch wenn ich vielleicht nicht mehr aktiv fahre in ACC, aber ich mach dir das gerne, Jansky. Melde dich ruhig bei mir. Ich nehme dir das auf. Meinetwegen auch 2, 3, 4, 5. Mach ich. Besucht Leo. Oh nein, 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 oh sorry. Nils erkundet die Elephant Dailies. Ja, das hat er richtig. Jawohl. Und Dennis hat eine Wette verloren. Oh no. Warum müssen wir denn mit Krodonas anfangen? Mann. Oh, Krodonas müsste ich mal im Podcast einladen. Krodonas, ich glaube, du guckst die Videos ja auch immer, ne? Also, wollen wir vielleicht mal podcasten? Das wäre doch auch mal ganz cool. Du bist ja mehr Content-Creator als E-Sportler und nicht... Also, doch. Ich würde dich auch gerne mal kennenlernen wollen, Krodonas. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Ich weiß nicht, haben wir uns irgendwo befreundet, dass wir uns mal schreiben können? Da gehen wir rein. Krodonas muss auch noch rein im Podcast. Oh, bring mich nicht um. Also ich spiel weiter rein. Foch im Rückspiegel hat alles gegeben. Nein! War letzte Woche Spar? War letzte Woche Spar? Dann sehen wir ja wirklich sehr viel. Und ich glaube, dieses Video untermalt meine Theorie nochmal etwas, dass die ganzen sehr bekannten Strecken ein absoluter, ein Festival ist der Gefühle. Ich bin tot. Oh, ich glaube, die Woche war Spar. Oh, das ist aber Pro Series, sehe ich gerade. Wieso gehen die denn da auch 3 wide rein? Guck mal, wo ich bin schon wieder Letzter. Rookie Series ist wieder völlig am Start. Pit Windows auch nicht. Ja gut, kann aufhören, ist vorbei. War dann mit dem 6K. Einfach alle. Wieso zieht er da nicht zurück, Honzig? Warum will er da noch daneben bleiben? Wie dumm bist du? Junge, ich habe heute richtig Hass, Alter. Wer fährt da in mich rein? Ja, Junge, Alter. Weißt du, da hätte ich eventuell noch bis zum Boxenstopp-Fenster durchfahren können. Aber wieso fährt denn der mir so in die Karre? War er einfach komplett durchgezogen? Alter, ich krieg so ein... Hals, Alter. Verstehe ich gar nicht, aber können wir das mit Herrn Honzig nochmal sehen? Einfach alle. Wieso zieht er da nicht zurück, Honzig? Na, warum soll er da zurückziehen? Warum will er da noch daneben bleiben? Na, warum soll er da zurückziehen? Ist doch mehr als die Hälfte dran vorbei. Der Außen hat halt ausgeholt und er bleibt auf seiner Linie und er macht sowieso sein Ding. Ist halt ein Rennunfall. Also das ist ja nicht mal ein Dive, das ist ja wirklich vom Curb runter und einfach so fahren, als wenn hier keiner ist. Also ich würde ja eher mal hier draußen telefonieren, was da los ist. Oder sehe ich das jetzt gerade falsch? Warte mal kurz, hat Krodonas sein Team gewechselt? Wie dumm bist du? Junge, ich habe heute richtig Hass, Alter. Aber das sind wieder so Sachen, Krodonas, die bereust du später, wenn du das hier nochmal siehst und du runtergekommen bist. Und das meine ich nicht böse, das bereut man später immer, wenn man nochmal, ne, sich das im Nachgang ansieht. Also gerade sich selber in den Aufnahmen. Wer fährt da in mich rein? Ja, Junge, Alter. Weißt du, da hätte ich eventuell noch bis zum Boxenstopp-Fenster durchfahren können. Aber wieso fährt denn der mir so in die Karre? Na, weil Yellow Flag einfach optional ist. Das weiß doch jeder. Mann, ey. Alter, ich krieg so einen Hals, Alter. Ich bin natürlich erschrocken, ey. Na gut, dann sind wir mal raus. Da hab ich mich erschrocken, ey. Also vom Pro hat das hier im Ansatz nicht mal was zu tun. Oh, da machen sie was. Oh! Wo kam er denn her? BTF. Wird das jetzt nur Pro Series? Nee. Oh, mein Freund Blätten ist wieder da. Wir wollen den Blätten sehen, wir wollen Blätten sehen, wir wollen Blätten sehen. Okay, was fahren wir denn heute? McLaren Blätten. Aha, was hast du denn für so wunderschönes Kredenz für uns in dieser wundervollen Folge? BTF? Perfekt, Alter.
Da sagt man einmal, es passiert nichts und zack, wird der BMW getötet. Ja, und weiter geht's. Weiter geht's. Das endet böse gleich. Junge! Ja. Alter, was passiert denn hier? Man sagt einmal, es passiert nichts und dann ist kommt tot, ey. Oh mein Gott. So geht das von P10 auf 6. 5 sogar. Bild. Okay, das knallt. Left side, clear left. On your right. Clear right. Oh nein, 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 oh sorry. Ah, das wollte ich nicht. Yo! Okay. What? Alter, Silverstone. Bei Silverstone ist das immer so eine 50-50-Geschichte. Wenn du Glück hast, hast du Glück. Wenn du Pech hast, hast du Pech. Weise Worte mit Dizzy. Danke. Die sorry, Kurven sind sorry, so eng. Yo. War keine Absicht. Entschuldigung. Car right. Hold your line. Oh, das ging gut. Oh mein Gott. Das Auto ist. Wir stellen den ab, ne? Ich hab gleich keine Lust mehr. Hör auf zu ruschen, du Scheißkarre, ey. Warte mal kurz, ist das gerade der 992? Nee, das ist kein Cup, ne? Nee. Ich bin gerade gewundert. Oh oh. Oh oh. Ich muss sagen, ich hab auch was zugemacht. Oh. Mann, ist denn das hier immer. Nein. Nein, ich hab ihn erwischt. Nein, Mann, schlaf doch nicht ein. Ach, Ripp, Alter. Moment mal, hast du gerade zu dem anderen gesagt, der soll nicht einschlafen? Bruder, du bist da hinten volles Pfund reingeackert. Wie kannst du nur auf die... Aha. Mhm. Ja. Du, Blätten, schlaf doch nicht ein beim Anfahren der Schikane. Das war jetzt gemein. Hört doch mal auf jetzt. Das war wirklich gemein. Mann. Aber weißt du, das Schöne ist, das haben wir alle schon mal durch. Das haben wir alle schon mal durch. So ein Moment der geistigen Umnachtung und dann volles Pfund einfach durchziehen. Okay, okay. Was ist hier los? Ja, was soll ich da machen? Was soll ich da machen? Nein, Erik, verspreckt mich. Scheiße. Mann, das ist doch kacke alles. So ein Dreck, ey. Das überfordert mich ja alles. Danke, Michel. Boah, Junge. Oh nee, Michel wurde komplett vernichtet von... Ah ja, Rest Competition mal wieder. Ah ja, nach dem Crash. Dass mich Michel mal durchlässt. Mein Gott, kämpft mit mir. Mach mir schon wieder Platz. Ach Mann, fetz dich doch mal mit mir. Oh ja. Gibt's eine Vorgeschichte? Ist das absurd, ja. Junge, verpiss dich jetzt. Dein scheiß Porsche. Okay. Alter, was für Ideen manche Menschen kommen. In welchen Kurven da versucht wird, in irgendeiner Form sich zu überholen. What the actual F? Was? Ja, so ein Ding. Ja. Was war das denn, Alter? Hui. Erik. Oh, hat er mich gehittet da, Alter. Junge, es ist wirklich, Junge, wie in den scheiß Rookies hier, Alter. Das ist unfassbar, ey. Gameplay-Analyse. Erik. Also ab diesem Punkt siehst du, dass der sich da dreht. Mm. Du stehst voll auf dem Gas. Du liftest kurz, du bremst kurz. Gibst wieder Gas. Gibst wieder Gas, bremst kurz. Also du hast dich ja auch noch gar nicht entschieden, was du jetzt hier machen willst. Ha. Ha. Oh, hat er mich gehittet da, Alter. Junge, es ist wirklich, Junge, wie in den scheiß Rookies hier, Alter. Das ist unfassbar, ey. Schlimmer.
Oder ist das wegen den anderen, weil die vorne sich gegenseitig in den Arsch reinfahren? Ich weiß es nicht genau. Erik. Oh, hat er mich gehittet da, Alter. Junge, es ist wirklich, Junge, wie in den scheiß Rookies hier, Ich Alter. Weiß nicht, wen du so jetzt meinst, aber wir schlimmer, lassen das ja, mal durchgehen. Schlimmer als in jeder Rookie-Serie hier. Rookie ist 100% sauber. Safe. Oh, ja. Junge, Alter. Was ist hier los, Junge, wenn man das so sieht? Da gibt es wirklich, alles wird gegeben. Junge, alles. Er ist ja hyperaggressiv, Junge. Aber der Name sagt auch schon alles, ne? Alter, was ist los mit euch? Ja, geh noch weiter, Alter. Das war richtig schlecht von ihm. Ah, ja, okay. Sehr gut. Oh, jetzt down. Oh. Oh. Ja. Jawoll. Yep. Ey, Magath, es gibt wirklich Strecken, die kannst du jede Woche einfach auslassen. Spa, Monza, Suzuka, Nürburgring, Barcelona, die brauchst du nicht mit dem Arsch angucken. Brauchst du nicht. Die Menschen schaffen es einfach nicht. Sie schaffen es nicht. Also wirklich in so hochprozentualer Zahl schaffen sie es nicht, 5 Kurven zu überleben, nebeneinander. Das tut wirklich schon weh. Oh, ich weiß ja, also das ist ja nicht einfach hier, Suzuka. Ne? Nebeneinander fahren, Esses, kann schon mal zu Rangeleien kommen. Aber hier ist ja wirklich, hier wird schon wieder das halbe Feld entsorgt. Das hat er richtig, jawohl, jawohl, jawohl. Alle weiter, immer weiter. 54 Sekunden. Jawohl, können wir den Stream auch eigentlich schon wieder beenden. Alter, eine Minute Damage. Na, ich glaube, ich lasse das mit den Dailies wieder. Alter, was ist das denn hier? Das ist eine halbe Runde. Das ist eine halbe Runde von einem Rennen. Nicht normal. Ich möchte extra nochmal sagen, das ist nicht repräsentativ für die Qualität des Rennfahrens in Simracing, okay? Ist es wirklich nicht. Das ist hier ein Zusammenschnitt. Und Nils hat Pech gehabt. So. Oh, das wird doppelt. Fuck! Scheiße, wieso lupfe ich nicht? Find ich ist ein guter Call. Nein. Ist er Glatze? Find ich nicht. Muss er jetzt nicht sein? Mavix, du solltest sehr krass jetzt pushen. Wie? Warum? Zum einen, V-Chalk ist auf 3 Warnings. Aber zum anderen, ich glaube, dass V-Chalk eine Glatze bekommt, wenn du Erste wirst. Was? Also, ich will die mit Glatze sehen. Bin ich ehrlich. Komm! Für so wenig hast du deinen Arsch verkauft und deine Haare? Du musst noch viel lernen als Content Creator. Davon hast du ja gar nichts gehabt. Glatze! Wir wollen die Glatze! Jawohl, komm jetzt! Wir wollen die Glatze sehen, Junge! Hallo, das bin ich. Alter, wie sich das anfühlt, Junge. Junge, das ist ja richtig. Scheiße. Ist ein Banger, meinst du? Das Gute ist, du gehst nicht so häufig raus. Da erkennt man nicht den Übergang. Aber for real? So schlecht ist es nicht. Ich kann das übrigens keinem Content-Creator empfehlen, Chat. Niemanden. Also, das muss schon richtig, also das muss richtig knallen, dass sich das auch lohnt. Oh, ich muss schnell machen! Nein! Zum Box gebottet! Es ist ein scheiß Leben als Content Creator. Man muss so viele Sachen gleichzeitig machen, dass man auch mal ein paar Sachen vergessen kann. Sowas wie den Rennstart. Ist mir auch letzte Woche gerade in LMU passiert. Dafür habe ich übrigens eine DT gekriegt. Das war nicht so schön. Das kann ich sehr fühlen. Wilde Folge.
Oh, bei Spar kriege ich wirklich immer Hass. Bin ich ganz ehrlich. Da wäre ich immer, also nicht Hass, aber da wäre ich immer so traurig, wenn ich da die Driving Standards sehe. Oh, nee.